Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich empfehle in dieser Causa Wendt allen Beteiligten doch etwas mehr auch selbstkritische Reflexion. Habe ich nicht bei allen heute hier gehört, würde ich aber anmahnen, denn diese Causa Wendt wirft ja ein Licht auf eine jahrzehntelange, unter Umständen jahrzehntelange, nicht nur jahrelange Klüngelpraxis zwischen Staat auf der einen Seite und Gewerkschaften auf der anderen Seite, die zum einen die verfassungsrechtlich ja gebotene Unabhängigkeit der Gewerkschaften in ein schlechtes Licht rückt, aber auf der anderen Seite auch hier das Vertrauen in staatlichen Handeln schwächt. Und vor dem Hintergrund kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, dass die DPOLG, der Bundesverband, am 9.3. noch eine Presseerklärung rausgibt, in der steht, ich zitiere, er, also Rainer Wendt, wird deshalb auch weiterhin seine Stimme für die Beschäftigten in der Polizei erheben und deren berechtigte Forderungen formulieren. Ich frage die Mitglieder der Deutschen Polizeigewerkschaft, wollen Sie wirklich von diesem Mann weiter vertreten werden? Und wie glaubwürdig ist das noch, von einem Rainer Wendt weiter vertreten zu werden? Und die DPOLG muss sich fragen lassen, dass Sie hier mit dieser Praxis, die Herr Wendt jahrelang ja auch initiiert hat, hier Ihren Anspruch, unabhängig arbeiten zu können, da wirklich noch gerecht wird. Deswegen, alle sollten hier sich vielleicht mal auch an die eigene Nase fassen, alle Beteiligten. Deswegen finde ich das Instrument eines weisungsfreien Verwaltungsermittlungsverfahrens, was jetzt initiiert wurde, genau das Richtige. Weisungsfrei, das heißt auch wirklich nicht nur mit dem Anschein, hier von irgendeiner politischen Steuerung diesen Sachverhalt aufzuklären. Den Deal initiieren ist das eine, das Ganze dulden ist das andere. Deswegen gehört hier die ganze Zeitleiste richtig auf den Prüfstand, wie der Minister es formuliert hat, wer, wann, wo und warum. Und da komme ich zu einem nächsten Zitat, was mich verwundert hat. Im WDR vom 16.03.2017 sagt Herr Wolf, zwischen Herrn Wendt, der im Übrigen bis 2012 Hauptpersonalratsmitglied war, und mir hat es keine Absprachen zu einer Freistellung gegeben. Nun ja, die Absprachen zu der Freistellung waren das eine. Aber wir wissen alle, die länger diesem Parlament angehören, Herr Wendt hatte in Duisburg große Probleme. Er wurde nach Mönchengladbach versetzt. Einfach so. Wurden da keine Absprachen getroffen. Nein, da wurde auch nicht irgendwie das Parteibuch, komischerweise hat Herr Wendt das Parteibuch auch des damaligen Polizeipräsidenten in Mönchengladbach. Nein, das war ein ganz normaler Versetzungsvorgang, war es das? Und dann die Versetzung, er war ja faktisch dann schon komplett freigestellt, auf eine faktische Lehrstelle ins LZPD inklusive einer Beförderung. Es ging ja nicht nur um die Freistellungsfrage, es ging um Versetzungsvorgänge, Stellen mussten organisiert werden, Beförderungen, das sind ja alles Vorgänge, die über diese reine Freistellungsfrage hinausgehen. Und Herr Wendt war ja schon jahrelang nicht mehr da. Da gab es keine Absprache mit dem damaligen Innenministerium, Herr Lürke. Diese Frage gehört doch genauso in den Raum, Herr Biesenbach, wie die Fragen, die Sie gestellt haben, zu Recht. War das ein ganz normales Versetzungsverfahren? Hier haben wir einen verdienten Polizeibeamten aus einer Kreispolizeibehörde. Der wird in eine Landesoberbehörde besetzt, bei der klar ist, dass er dort niemals arbeiten wird und auch schon in der alten Kreispolizeibehörde nicht gearbeitet hat. Wer macht denn solche Deals? Das läuft über die Personalabteilungen von Behörden, zwei Behörden, ist das Business as usual. Ich habe an diesem ganzen Verfahren sehr große Zweifel, große Fragezeichen, ob hier nicht, und wie gesagt, das wird das Verfahren zeigen, es auch politische Absprachen gab, jenseits auch von Recht und Gesetz oder aber innerhalb eines Rechtsrahmens, der aber politisch gesteuert wurde, wie auch immer. Das gilt es aufzuklären. Und nach vorne aus der Causa Wendt lernen. Es ist gesagt worden, eine Praxis Wendt muss zukünftig verhindert werden. Dafür braucht es klare Absprachen. Pauschale Freistellung darf es nicht mehr geben. Gewerkschaftsarbeit ist eine gesellschaftspolitisch wichtige Arbeit, die auch wir eine Rechtsgrundlage uns nicht in den Weg stellen, wenn wir hier anlassbezogene Tatbestände definieren, für die es dann auch Freistellungen gibt. Was in der Causa Wendt aus dem Ruder gelaufen ist,
gilt es aber nach vorne hin. Deswegen ist das Thema für mich mit der heutigen Debatte nicht beendet. Was da aus dem Ruder gelaufen wird und welche Verantwortlichkeiten da im Spiel sind, muss aufgeklärt werden. Und deswegen ist es richtig, dass hier ein unabhängiges, weisungsfreies Verfahren gewählt wurde. Schönen Dank. Vielen Dank, Frau